wir haben von mir aus haben wir niemanden angestellt, der schon höhere Informatikausbildung hat. Die haben sie alle bei uns gemacht. Zu der Zeit ist man in die Informatik gekommen oder die Datenverarbeitung gekommen, in der Regel als Querysteiger. Es hat keine umfangreichen Ausbildungen gegeben. Wir sind eigentlich alle früher bei den Lieferanten ausgebildet worden. Das ist ja so. Es hat noch keine Prüfe gegeben, keine Schulungen gegeben, keine Berufsbezeichnungen, nichts so Sachen. Mit Informatiklernenden haben wir 1999 angefangen, wo die Lehre mehr oder weniger neu ist ins Leben gerufen wurde. Und wir haben dort einen Versuch gestartet mit einem ersten Lernenden, der dann zumal Software entwickelt hat. Also, wenn ich mich richtig mal erinnere, haben wir verschiedene Lehrrichtungen gehabt, wo man dann hat angefangen aufbauen. Und wir haben uns dann für einen Softwareentwickler entschieden und haben dort die ersten Lernenden haben sich vor allem mit der Softwareentwicklung auseinandergesetzt. Heute, es gibt, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, 3 Fachrichtungen. Der ICT-Fachmann oder Fachfrau, nachher Server-Systemspezialist und weiterhin die Softwareentwicklung. Und wir haben jetzt in allen diesen Fachrichtungen haben wir Lernende bei uns im Einsatz. Also mittlerweile haben wir nicht nur einen Lernenden, sondern wir haben pro Lehrjahr einen Lernenden hier bei uns. Und leider hat es in diesen 23 Jahren noch nie ein Mädchen geschafft, hier eine Lehre anzufangen. Die erste Programmiererin kam schätzungsweise 73, 75 in diesem Jahr Programmiererin. Das war eine Sensation. Und natürlich Locherinnen hatten sie hochgehauen, oder? Die Löcher, die Zeug abgelockert haben. Was macht man, dass man Frauen kann gewinnen kann, in die Informatik zu gehen? Also, wir sind in der glücklichen Lage, dass wir ein paar Frauen haben, die sich mit Informatik auseinandersetzen heute. Aber es ist natürlich deutlich in der Minderheit, das ist klar. Bei den Löchern hat es immer grosse Wellen gegeben. Bei der Übernahme von der Energieverrechnung. Das sind ja, ich weiß nicht, wie viele Tausend Kunden. Sicher sind es 100.000 Haushaltungen und Geschäfte und alles. Da mussten wir zuerst alle Adressen übernehmen und den Anfangsstand der Zähler. Und das ist eine richtige Masse. Also dort haben wir sicher einen Haufen Leute gehabt. Aber ich weiß, später sind 4 Locherinnen gewesen. Das hat dann gelangt für den laufenden Betrieb. Bis jetzt ist leider noch kein Mädchen bei uns geblieben hängen und hat eine Lehre angefangen. Es ist noch relativ schwierig zu sagen. Es ist generell, eben, wie man sagt, weniger Ingenieur, weniger technisch. Oder das Rollenbild wird die heute Familie wahrscheinlich schon gespielt. Oder? Es ist schade.